Hallo, heute zeigen wir euch mal was ganz Besonderes, was bestimmt noch kein Angler gesehen hat oder nur ganz wenige in Deutschland. Und zwar ist es ein Wurm am Haar. Boilies am Haar kennen wir schon von den Karpfenanglern. Aber Wurm am Haar, was soll denn der Quatsch? Den Wurm sticht man normalerweise auf den Haken und gut. Aber die Engländer haben sich was dabei gedacht und das kommt natürlich wieder von den Engländern. Und zwar ist es eine selektive Methode für kleine Karpfen und für große Brassen. Die ganzen anderen Weißfische fressen sich drumherum um den Haken und nur ein vernünftig großer Brassen schafft es, diesen Wurm am Haar eben rauszulutschen. Und das Geheimnis, was wir euch heute verraten, das ist, wie kommt der Wurm ans Haar und was für ein Haar ist das überhaupt? Wir können hier mal schauen, ich habe so ein paar Kleinigkeiten ausgebreitet auf meinem Köfferchen. Und zwar Würmer, das ist klar. Und zwar, es sind Dendrobenas, etwas größer als Rotwürmer, etwas kleiner als Tauwürmer. Das ist ein super Köder. Und haben eben genau die richtige Größe. Ansonsten haben wir hier ein Stück Vorfachmaterial, weiche Schnur, 18er, 19er ist es in diesem Fall. Elastisch ist, ups, da will der Wurm abhauen. Zack, wieder rein, na. So, dann haben wir hier ein Gummiring. Kennen wir auch vom Karpfenangeln, auch für Pellets gut geeignet, zum Festmachen am Haken. Kleiner Haken, in diesem Fall Größe 12, ich habe hier schon mal einen rausgeholt. Eine feine Ködernadel. Und eine Schere. Die Schere ist für den Wurm, das weiß er wahrscheinlich, deshalb geht er schon wieder flüchten. Ich muss mal die Würmer schnell zumachen. So. Also in 5 Schritten werde ich jetzt mal erläutern, wie der Wurm ans Haar kommt. Es ist ganz einfach mit den entsprechenden Sachen. Erstmal bauen wir uns ein Vorfach. Ich ziehe etwas von der Spule ab, also loses Vorfachmaterial, das geht nicht mit fertig gekauften Vorfächern. Dann nehme ich meinen Gummiring und knote ihn ans Vorfachende. Das kann man jetzt mit, ich sag mal, mit einem ganz normalen Überhandknoten machen. Das am einfachsten. So wird er zugezogen und zu. Damit das Ganze besser hält, mache ich einfach noch einen drauf und dann haben wir einen Doppelknoten. Das war jetzt der erste Schritt. Der Gummiring ist angeknotet und ich schneide den überstehenden Schnurrest ab. Jetzt habe ich einen Gummiring am Schnurende, am Vorfachende. Ich messe mir ungefähr 40 cm ab. Abschneiden. Die Spule ist weg. Der zweite Schritt ist jetzt, den Gummiring samt Vorfach mit dem knotenlosen Knoten am Haken zu befestigen. Das geht im Prinzip wieder ganz einfach. Wir nehmen den Haken. Es muss ein Öhrhaken sein, ein kleiner Öhrhaken, Größe 12 in diesem Fall. Die Schnur wird von hinten durchs Öhr geführt, durchgezogen. Jetzt können wir schon sehen, läuft einfach da hinten durch. Wird abgemessen, wie lang das Haar sein soll, etwa so. Das fixiere ich so, indem ich das festhalte. Hier ist das lose Ende. Und jetzt wickel ich als nächsten Schritt den knotenlosen Knoten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mache ich immer gerne, 12 Windungen. Jetzt halte ich das Ganze fest, damit es nicht aufspringt. Gehe wieder mit der anderen Hand zum Schnurende zurück. Und dann versuche ich das jetzt wieder durch dieses kleine Öhr zu führen. War auf Anhieb geschafft. Ich ziehe das Ende durch und fest. Und es ist wie ein Wunder, der knotenlose Knoten ist fertig und hier hinten dran, ups, ist unser Gummiring. Das ist schon der entscheidende Schritt. Jetzt können wir bereits mit dem Beködern beginnen. So, hier haben wir jetzt die ganz frischen Dendrobenas. Ja, ein Leckerbissen jetzt, also eher für Brassen würde ich sagen. Also ich müsste jetzt nicht unbedingt da reinbeißen, aber aus alter Erfahrung wissen wir, ein super Köder. Der Wurm wird ungefähr halbiert, also das geht mit der Schere, so. Ich achte darauf, dass der abgeschnittene Teil jetzt nicht wieder da reinfällt. Das würde nämlich die anderen Würmer zerstören, wenn da irgendwas fault. Der kommt nämlich bei uns ins Futter rein, zack. So, jetzt haben wir unseren halben Wurm und nehmen die feine Ködernadel. Einmal aufklappen hier hinten. Jetzt wird der Wurm mit dem angeschnittenen Ende auf die Nadel, mit der Nadel draufgezogen. Das kann man so ganz gut sehen. Es geht relativ gut.
Im nächsten Schritt, jetzt haben wir den Wurm schon auf die Ködernadel geschoben, klappe ich diesen kleinen Bügel an der Ködernadel auf, hake das Gummi ein, klappe das wieder zu. Ich zeig mal, das lässt sich sehr schön dehnen, das Gummi. So, und in diesem Zustand schiebe ich jetzt ganz einfach meinen halben Wurm aufs Gummi. Und zwar bis zum Haken hoch. Und wenn ich jetzt loslasse, dann zwitscht dieses Gummi in den Wurm rein, verdickt sich und hält ihn fest. Ich hake jetzt hier hinten mal aus, so, und lass los. Jetzt zwitscht er gleich weg. Zack. Und wir sehen im nächsten, ich lege es einfach mal hin, dann kann man das besser sehen. Der Wurm ist am Haken, der wird sich noch ein bisschen strecken und im Wurm ist das Gummi und hält ihn fest. Und zwar so fest, dass er mehrere Bisse überstehen kann. Und das ist also wirklich eine absolut geniale Sache. Erst habe ich den Engländer für komplett verrückt gehalten, weil sie uns hier mit solchen Sachen konfrontiert haben. Aber jetzt habe ich es ausprobiert und ich habe auch schon mal damit gefischt und es ist wirklich ganz verrückt. Man bekommt erst so kleine Zuppelbisse, wenn die kleinen Mini-Rotaugen und die Uckels da sind und sobald die großen Brassen kommen, dann geht die Fiederspitze so rum und das Ding hängt. Ganz toll. Jetzt fischen wir einfach mal. Das Vorfach habe ich jetzt hier an meine normale Fiedermontage eingeschlauft. Etwa, naja, ich sag mal, es ist jetzt 50 cm lang das Vorfach. Futterkorb ist ein offener Futterkorb, der sofort das Futter freigibt. Wir fischen nämlich im Flachwasser an einer schönen Brassenstrecke. Gerät ist ganz normal, eine Fiederrute, 3 Meter und 15 ist die jetzt lang. Relativ leichtes Gerät, dünne geflochtene und gar nichts Besonderes. Das Besondere ist wirklich nur unser Köder und der ist extrem besonders. So, der Korb wird gefüllt, einfach reinlegen ins feuchte Futter, einmal ein bisschen andrücken. Das hält schon und fällt dann gleich nach dem Wurf ab. Köder ist drin, ich lege die Rute ab auf meinem Rutenhalter. Jetzt leicht Spannung aufnehmen. Spitze ist leicht gespannt und jetzt warte ich auf den Biss. Das war ein richtiger Fallbiss, von Brassen gewohnt. Die Spitze ist nach hinten ausgeschlagen. Das scheint mir auch Brassen zu sein. Der ist richtig saft. Ist ganz einfach rauszumachen, da wir ohne Widerhaken angeln. Das ist eine ganz schöne Sache und wenn er dann noch so weit vorne hängt, Fisch schon, da geht es gar nicht. Das zeige ich nochmal, das ist also wirklich einmal um die kleinen Rotaugen rumgeangelt. Wir haben ja auch viele Uckels, die sind mal gerade so fingerlang und wenn wir mit Maden fischen, haben wir ständig diese kleinen Fische. Das ist nun ein ganz ordentlicher Brassen, noch nicht der ganz große, die kommen vielleicht auch noch, aber erstmal, also um zu zeigen, Wurm am Haar ist doch nicht ganz so gaga, wie man sich das im ersten Moment denkt. Also klappt gut und macht auch Spaß. Dann kommt er gleich wieder. Schön. Nochmal rein. Und tschüss. Hassenschleif.